In Russland hat die dreitägige Präsidentschaftswahl begonnen. Als erstes öffneten im fernen Osten des Landes die Wahllokale auf der Halbinsel Kamtschatka und in Tschukotka. Bis zur Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad am Sonntagabend sind die Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Amtsinhaber Wladimir Putin konkurriert mit drei unbedeutenden Kandidaten, die sich weder der Offensive in der Ukraine noch der zunehmenden Unterdrückung im Land entgegenstellen. Da alle bedeutenden Kritiker des Kreml-Chefs entweder tot, inhaftiert oder im Exil sind, ist eine Wiederwahl so gut wie sicher. Mitte Februar starb der prominenteste Widersacher des Staatschefs, der Oppositionelle Alexei Nawalny, in einer russischen Strafkolonie. Eine weitere Amtszeit würde es Putin ermöglichen, bis 2030 zu regieren. Länger als jeder russische Staatenlenker seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert. Nach einer Verfassungsreform könnte er sogar erneut kandidieren und bis 2036 an der Macht bleiben.